Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Live-Präsentation an der Pulme Graz. Wir dürfen heute, wie angekündigt, die Abteilung Elektronik und technische Informatik vorstellen. Und zu dieser Abteilung kann ich gleich einmal sagen, wir sind eine sehr junge Abteilung gegenüber Maschinenbau oder Elektrotechnik. Uns gibt es noch nicht so lange. Warum, das werde ich dann gleich einleitend erklären. Wir haben ungefähr 500 Schüler und wir fahren diese Abteilung dreizügig, wie das so schön heißt. Das heißt, wir haben eine A-Klasse, eine B-Klasse und eine C-Klasse und in Summe ungefähr 500 Schüler. Vielleicht eins darf ich gleich vorwegnehmen, weil diese Frage immer wieder kommt, wie groß ist die Dropout-Quote? Naja, wie soll ich sagen, die Klassen beginnen mit ca. 32, 33 Schülern und zur Matura sind wir dann halt so zwischen 22 und 24 Schüler. Das heißt, es sind natürlich viele dabei, die das 9. Schuljahr noch machen und dann gleich nach der 1. Klasse weg sind. Also die Dropout-Quote ist eigentlich nicht so groß. Aber darf ich mal eingehen vielleicht, warum sollte sich ein Kandidat für die Abteilung Elektronik und technische Informatik entscheiden? Und dazu bitte ich, die erste Folie einzublenden. Wenn man, bitte die nächste Folie. Wenn man so ein bisschen jetzt liest in den Medien und so weiter, tauchen immer wieder Schlagwörter auf, so wie Industrie 4.0, Digitalisierung, Internet of Things, künstliche Intelligenz oder auch Internet of Everything. Man hört verschiedene Begriffe und diese Begriffe haben natürlich alle hochgradig mit Elektronik und technischer Informatik zu tun. Wenn ich da vielleicht ein bisschen ausholen darf, Industrie 1.0 war einfach die Initialisierung durch die Dampfmaschine, also die Mechanisierung. Wenn man Industrie 2.0 anschaut, das war die Elektrifizierung. Jede Version quasi hat natürlich einen Schub ausgelöst. Und bei der Version 1.0 oder Industrie 2.0, da war von Elektronik noch keine Rede, da waren wichtige Dinge noch gar nicht erfunden. Industrie 3.0, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Dort ist der Einsatz von PCs. Eigentlich bezeichnet man Industrie 3.0 die Automatisierungstechnik. Dort wird schon Elektronik eingesetzt, aber noch eher im geringeren Maße. Und jetzt, Industrie 4.0, ist natürlich Elektronik ganz massiv eigentlich federführend oder die treibende Kraft in diesem System. Und deswegen hat unsere Abteilung auch natürlich eine sehr große Zukunft, weil alle Gebiete, so wie ich sie vorhin schon aufgezählt habe, ist ganz, ganz starker Elektronik und technische Informatik-Einsatz. Diese Kombination ist für mich ja immer das Entscheidende, denn das bedeutet Hardware und Software. Also beide Systeme, die sind quasi einfach miteinander verbunden. Und isoliert gibt es natürlich, es gibt Hardware-Techniker, es gibt Software-Techniker, aber eigentlich ist die Kombination das Wichtigste. Wenn man ein bisschen die Industrie im steirischen Raum anschaut, dann haben wir sehr, sehr große Betriebe, die sehr viele Elektroniker anstellen und auch immer wieder suchen. Aber wir haben auch hunderte ganz kleine Betriebe, teilweise Ein-Mann- oder Fünf-Mann-Betriebe, sogenannte KMUs, die sich mit elektronischer Entwicklung beschäftigen, aber wieder Hardware und Software. Und vor allem das, was am entscheidendsten ist für mich, ist, dass inzwischen pro Arbeitnehmer 20.000 Euro für Forschung und Entwicklung im Schnitt ausgegeben wird. Und das verspricht natürlich eine sehr, sehr schöne Zukunft. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, wenn man in die Zukunft blickt, dann ist genau unsere Abteilung die richtige. Deswegen kann ich das auch nur empfehlen. Jetzt gibt es aber natürlich auch andere Blickpunkte und wir haben unsere Schüler und Schülerinnen ein paar befragt und haben sie vorab aufgenommen, was denn eigentlich ihre Gründe waren, warum sie die Abteilung Elektronik und technische Informatik
gewählt haben. Darf ich bitten, das Video Nummer 1 abzuspielen? Dort haben wir einige Schülerinnen und Schüler interviewt. Bitte sehr. Wir befinden uns gerade in der neuen Werkstätte der Elektronikabteilung. Bevor ich an die Uni gekommen bin, war ich hier mal zum Schnuppertag und da haben wir einen elektronischen Würfel gebaut, einen Elektromotor und einen Mikrocontroller gelötet. Dann habe ich mich für Elektronik entschieden und da haben wir in der Werkstatt einen Computer zusammengebaut und ich habe viel dazu gelernt, also wie Computer überhaupt aufgebaut sind und was man mit denen machen kann. Ich weiß jetzt, wie ich den perfekten Gaming-PC zusammenbauen kann, aber ich habe auch anderes dazu gelernt. Ich könnte zum Beispiel genau erklären, wie wir diesen Wertel programmiert haben, wie man den lötet und wie er aufgebaut ist. Hi, ich bin die Julia und ich bin eigentlich nur an die Bulme gekommen, so blöd es anhört, aber weil ich einfach in der Mittelstufe einfach nur Mathe gern mögen habe, dann habe ich mich für Elektronik entschieden, weil ich gedacht habe, Programmieren könnte eigentlich interessant werden. Jetzt bin ich in der dritten und bin draufgekommen, dass nicht nur Programmieren voll lässig ist, sondern auch andere Fächer, die es dort gibt. Hallo, mein Name ist Thomas Peil. Ich bin seit 3 Jahren an der HTL Bulme Graz-Göstingen. Zuerst mal was zu mir, warum ich mich überhaupt entschieden habe, auf diese Schule zu gehen. Ich habe schon wirklich in der 2. Klasse Gymnasium mir gedacht, das ist meine Schule. Ich wollte schon immer etwas mit Elektronik machen, das auch niemand in meiner Familie gemacht hat. Und deswegen habe ich mir auch schon immer erhofft, eine gescheite Ausbildung zu bekommen. Und mir war natürlich auch wichtig, dass ich sehr berufsorientiert natürlich weitergebildet werde. Deswegen habe ich mich dann auch letztendlich für die Bulme entschieden. Danke für das Video. Dann darf ich um die nächste Folie bitten. Ja, meine Damen und Herren, unsere Ausbildung ist natürlich ganz, ganz typische HTL-Ausbildung. Bitte die nächste Folie. Unsere Ausbildung beruht natürlich auf 3 Säulen. Das eine ist die Allgemeinbildung, das zweite ist die Fachtheorie und das dritte ist die Fachpraxis. Diese 3 Gebiete sind natürlich ungefähr gleichgewichtet, kann man sagen. Stimmt zwar nicht exakt, aber so ungefähr. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir natürlich jetzt eigentlich als einzige Abteilung dieser vielen Sparten von den HTLs von der Technikseite her ein kleines Problem haben. Die technische Entwicklung ist so schnell, dass wir natürlich jetzt mit Lehrplan, Grundlagen und Projekte immer wieder Einklang finden müssen. Und ich werde da noch dann ganz kurz darauf näher eingehen. Diese 3 Säulen, Allgemeinbildung, Fachtheorie und Fachpraxis, das schauen wir uns einmal den ersten Bereich an, diese Allgemeinbildung, bitte die nächste Folie. Wie die Stundentafel ist und so weiter, das finden Sie eigentlich im Internet, da brauche ich jetzt nichts darüber zu sagen. Aber ich habe da die Gegenstände einfach hingeschrieben und davon habe ich 3 Gegenstände in fetter Schrift dargestellt. Und zwar die sind zentralmatura-pflichtig quasi, also Deutsch, Englisch und angewandte Mathematik. Da ist die Zentralmatura zu machen und zwar eben so wie auch eine AHS oder eben wie alle HTLs. Man bekommt ja dann auch ein Zeugnis, das heißt Reife- und Diplomprüfungszeugnis. Das heißt, die normale Matura schreibt diese 3 Gegenstände vor. Und deswegen habe ich die hier fett dargestellt. Bitte die nächste Folie. Da haben wir die Gegenstände für die Fachtheorie. Bitte zurück. Irgendwie gibt es im Moment ein kleines Problem. Noch 1 zurück, bitte. Na, das nächste? Ja.
Und was ist das für Lärm? Das ist das Video vom Tag der offenen Tür. Aber wo läuft das? So, machen wir weiter. Okay, dann bitte noch zurück mit den Folien zur Fachtheorie. Jawohl. Eins weiter vor. So. Auch bei den fachtheoretischen Gegenständen, das sind wir lehrplankonform. Okay. Das heißt, wir haben hier einfach die Gegenstände dargestellt und da sind wieder zwei Gegenstände, die in fetter Schrift dargestellt sind. Das eine ist die Hardwareentwicklung, das andere ist die fachspezifische Softwareentwicklung. Auch diese beiden Gegenstände sind für die Matura verpflichtend in unserem Bereich und deswegen habe ich das hier gezeigt. Am rechten Foto ist wieder ganz systematisch quasi das Themengebiet in unserem Bereich Hardware und Software. Das heißt, das ist genau die Zielrichtung und auch auf das ist sozusagen alles aufgebaut. Dann bitte die nächste Folie. Die Fachpraxis oder einfach Werkstätte genannt. Dort lernen unsere Schülerinnen und Schüler einfach Materialien kennen, Verarbeitungsmethoden, auch gewisse Fertigkeiten. Wie geht man mit einem Bestückungsautomaten um? Wie schaut es mit einem Lötofen aus? Und so weiter und so fort. Aber natürlich auch Inbetriebnahme von Geräten und so weiter. Das ist alles bereits drinnen. Arbeiten mit Aktoren und Sensoren. Und was ich als letzten Punkt hingeschrieben habe, das ist uns sehr wichtig, nämlich Projekte. Auch in der Fachpraxis, sozusagen in der Werkstätte. Projekte ist ein Hauptthema in unserer Ausbildung, weil ich schon anfangs gesagt habe, die Technik, die Entwicklung der Technik, die läuft uns fast davon und wir müssen natürlich jetzt die Grundlagen und dass der Stoff, der laut Lehrplan vermittelt werden soll, das packen wir in Projekte rein, damit wir am Stand der Zeit bleiben können. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Vielleicht darf ich nur ein Beispiel bringen, damit man sich das besser vorstellen kann. Das nächste Bild bitte. Das ist ein kleines Mikrocontrollerboard, das an der Schule entwickelt worden ist und das quasi 3 Jahre verwendet worden ist. Jeder Schüler hat dieses Board kennengelernt, den Schaltplan hat es selbst gelötet und ist mit dieser Platine durch die Fachtheorie bzw. durch die Fachpraxis durchgewandert. Aber nur 3 Jahre, dann ist die Entwicklung bereits wieder so, dass dieses Modell überholt worden ist. Und vielleicht das nächste Bild. Gleich ist es mit unserem Bertel eigentlich. Den haben wir circa 4-5 Jahre gebaut. Die Schüler haben den selber zusammengelötet, haben die Bauteile kennengelernt, waren bei den Bestellvorgängen dabei und so weiter. Dort werden wir bei Software Development dann ein bisschen was sehen davon. Aber auch da steht wieder neue Generation an. Die technische Entwicklung geht einfach immer weiter. Darf ich um das nächste Bild bitten? Vorhin haben wir das kleine Mikrocontrollerboard gesehen. Jetzt sehen wir das, mit dem jetzt zukünftig die erste, zweite und dritten Klassen damit arbeiten werden. Das heißt, die Schüler, die in der vierten oder in der fünften sind, die kennen die Materialien gar nicht mehr, die jetzt die Erstklässler verwenden. Die Entwicklung geht einfach so schnell und wir möchten auch hier am Nabel der Zeit bleiben. Das heißt, dass wir wirklich immer aktuell sind von den Projekten her, aber natürlich die Grundlagen, die ändern sich nicht und die müssen wir natürlich auch lernen. Bitte um die nächste Folie. Ja, und der Aufbau der Abteilung ist nach dem Hochstammmodell.
Das heißt, die ersten 3 Jahre, wir haben 3 Züge, also A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse. Die ersten 3 Jahre, die sind gleich und in der 4. und in der 5. Klasse kann man sich spezialisieren. Wir haben hier 5 Zweige, die wir definiert haben. Und auch die sind variabel, weil die technische Entwicklung geht weiter. Wir haben im Moment diese 5 Zweige, die wir verwenden und die werden wir auch im Anschluss an meiner Präsentation dann vorstellen. Aber die ersten 3 Jahre sind gleich und da können sich unsere Schülerinnen und Schüler einfach einmal informieren, wie ist das mit den einzelnen Vertiefungen und können dann auch schon entsprechend dann besser wählen. Die nächste Folie bitte. Da sieht man jetzt die offizielle Stundentafel des Hochstammmodells, also nur die Änderungen des Hochstamms. Das heißt, in der 4. und in der 5. sind einmal 2 Stunden und einmal 3 Stunden herausgelöst aus anderen Gegenständen. Und das schaut natürlich ein bisschen wenig aus, aber es werden natürlich auch die Labors und die Werkstättenlabors dazu verwendet für die Ausbildung des Hochstammmodells. Und da sind wir natürlich jetzt schon im 4. Jahrgang noch einmal bei 4 Stunden zusätzlich und im 5. Jahrgang bei 8 Stunden zusätzlich. Also das ist dann schon ein ziemlich intensives Paket bei der Spezialisierung. Natürlich wird die Spezialisierung oder die Wahl des Hochstammzweiges einen Einfluss auf die Diplomarbeit haben, weil dort ja die Vertiefung ist. Deswegen ist ja meistens dort die Diplomarbeit. Gut, ich darf jetzt überleiten zu den einzelnen Präsentationen des Hochstammmodells. Und ich darf beginnen mit der Audioelektronik. Der Herr Professor Diplom-Ingenieur Andreas Dautscher ist heute leider verhindert und deswegen wird ein Kollege von mir die Präsentation für diese Audioelektronik durchführen. Ich darf Herrn Diplom-Ingenieur Kummer-Stefan bitten, dass er hier uns die Audioelektronik kurz vorstellt. Bitte sehr. Danke, Josef. Danke für die Vorstellung. Ich freue mich jetzt, den Bereich Audioelektronik präsentieren zu dürfen. Wenn dich Musik, Podcasts oder das Erstellen von Videos interessieren oder du ein Instrument spielst, dann solltest du diesen Bereich vertiefen. Du hast bestimmt schon bemerkt, dass Geräte, die Musik wiedergeben, unterschiedlich gut klingen können. Wenn dich interessiert, woran das liegt und wie die Technik dahinter funktioniert oder du selber einen Verstärker bauen möchtest, dann bist du bei uns richtig. Was machen wir sonst noch? Im Bereich Programmieren werden Notentexte analysiert und auf dem Computer ausgegeben. Mit selbstprogrammierten Effekten kann man Audiodaten verzerren oder sowas, einen sogenannten Chorus bauen. Im Bereich der Audiotechnik kommt es darauf an, das richtige Mikrofon auszuwählen, die richtige Aufnahmeverfahren zu wählen, um so unterschiedliche Dinge wie Gesang, Gitarre oder Klavier richtig aufzunehmen. Beim Mixen und Mastern wird das Projekt fertiggestellt und darauf Acht gegeben, dass die Feinheiten des Audiomaterials auch hörbar werden. In den theoretischen Grundlagen beschäftigen wir uns mit der Tontechnik und der Musiktheorie, aber auch mit der digitalen Signalverarbeitung. Einen besseren Einblick darüber, was in diesen Bereichen passiert, sehen Sie auf den nächsten Folien. In der Analogtechnik dreht sich alles um Filter, Verstärker, Hüllkurvengeneratoren und Oszillatoren, im Bereich der Digitaltechnik um die Signalverarbeitung, die Modulation oder um digitale Filter. In der Wiedergabe kommt es darauf an, wie der Kopfhörer funktioniert und wie Lautsprecher klingen und wie deren Technologie aufbereitet ist. Im Bereich der Musiktheorie dreht sich alles um Noten, um Tonarten und um Vorzeichen. Im Bereich der Audiosysteme lernen wir Studiogeräte kennen, die Anwendungen dahinter und die Algorithmen, die hier verwendet werden. Und im Bereich Akustik dreht es sich um Themen wie Raum- und Psychoakustik, um Mikrofone und Lautsprecher und deren Kenngrößen. Am Ende eurer Ausbildung
stehen euch viele Optionen offen am Arbeitsmarkt. Ein Audioelektroniker arbeitet überall dort, wo akustische Kommunikation stattfindet, wo Musik eingesetzt wird oder Multimedia vorkommt. Einen kurzen Einblick für den Unterricht im Bereich Audioelektronik möchte ich jetzt in einem kurzen Video darstellen und mich gleich auch verabschieden. Und ich hoffe, dass wir uns in der Bulme wiedersehen. Ihr eine sehr musikalische Familie habt. Also mein Vater hat in einer Band gespielt, hat viele Musikinstrumente gespielt, also bin ich sehr musikalisch aufgewachsen. Ich interessiere mich sehr für Foto und Video, also generell Multimedia. Und da gehört ja, also zum Video gehört ja guter Ton dazu. Praxis damit einbeziehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine neue Mikrofonierungsart lernen, dann die zum Beispiel gleich aufbauen, dann Unterschiede zwischen den ganzen verschiedenen Mikrofonierungsarten dann hören. Also ich finde, dass man in Audioelektronik ganz gut frei arbeiten kann. Also der Lehrer gestaltet den Unterricht nach den Bedürfnissen der Schüler. Wir haben schon viel über Apps gehört. Wenn du mehr über den Alltag an der Bulme erfahren möchtest, empfehle ich dir die Murbert-App von der Murbit GmbH. Lade sie dir auf dein Handy, gib den Code Bulme ein und erfahre mehr über den Alltag an der Bulme. Mein Name ist Diplom-Ingenieur Holleger. Ich bin für den Bereich Software Development zuständig, bitte die erste Folie, und möchte euch auch den Teilbereich technische Informatik näher bringen, weil unsere Abteilung heißt ja Elektronik, technische Informatik, und ich möchte euch jetzt genauer erklären, was wir in der technischen Informatik machen. Nachdem in solchen modernen Industrie 4.0 Systemen alle möglichen Softwaretechniken vorkommen, bieten wir auch viele an. Es gibt dabei Dinge, die Spaß machen, wie da steht Game Programming. Bei uns ist das eher Grafikprogramming und also Grundlagen der Grafikprogrammierung und Physics Engines. Dann App-Programmierung für Handys. Unser zentraler Bereich sind natürlich die sogenannten eingebetteten Systeme, die ich noch genauer erklären werde. Dann haben wir auch Experten für neuronale Netze und künstliche Intelligenz. Weil, wie ihr überall seht, das ein sehr stark kommender Zweig ist. Und das letzte wäre Internet der Dinge. Das wären also so schöne Dinge wie, ich stehe im Supermarkt und schaue auf mein Handy und das sagt mir und kann mein Handy mit dem Kühlschrank verbinden und der Kühlschrank sagt mir möglicherweise, was fehlt. Nächste Folie bitte. Erstes Video bitte. 02.
audiolektronik.mp4. Ich erzähle euch jetzt etwas über unser zentrales Thema, das sind diese eingebetteten Systeme. Was versteht man darunter? Darunter versteht man die Steuerungscomputer, die in zum Beispiel Drohnen sind. Da seht ihr hier den Steuerungscomputer in kleinen Robotern. Da ist der noch kleiner, der Steuerungscomputer, der sitzt da hinten. Oder zum Beispiel einem balancierenden Roboter. Diese kleinen Computer, auch Mikrocontroller genannt, sind zentrale Bestandteile, weil ohne die würden diese Geräte nicht funktionieren. Wir haben zwar einen Haufen Hardware, die viel kann, die aber von einem Hirn angesteuert werden muss. Und das ist halt das Hirn. Was macht dieses Hirn? Die typische Geschichte in solchen kleinen Robotern und Drohnen ist, ich hab sogenannte Aktuatoren, das wären in dem Fall die Flugmotoren mit den Propellern und im Fall von den Robotern zwei Motoren, mit denen der Roboter geradeaus und in die Kurve fahren. Genauso wichtig sind die sogenannten Sensoren. Ein sehr schönes Beispiel ist zum Beispiel bei der Drohne ein Lagesensor, der mir sagt, ob die Drohne irgendwie schief im Raum liegt. Und aufgrund dessen, was mir dieser Sensor sagt, kann die Software dann die Motoren so ansteuern, dass der Sensor wieder, dass die Drohne wieder gerade steht. Da unten habe ich einen Ultraschallabstandssensor. Damit kann die Drohne die Höhe halten. Sie würde jetzt aber immer noch irgendwie wegdriften. Und dafür haben wir diese zwei LEDs. Diese zwei LEDs werden von einer Kamera beobachtet und wenn die Kamera sieht, sendet sie über WLAN oder Bluetooth Korrektursignale an die Drohne, damit sie wirklich stehen bleibt. 03 Billard, bitte. Ich möchte jetzt auf die Grafikprogrammierung eingehen. Wir machen natürlich nicht ultra hübsche Apps am Handy, wir machen Grundlagen der Grafikprogrammierung, wie da ist zum Beispiel ein Billardspiel, wo die Billardkugeln an der Wand abprallen, aneinander abprallen und wir lernen, wie man das physikalisch richtig simuliert. Nächstes Video 04, Mauszug bitte. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Simulation so eines Roboterschwarms. Wir müssen unsere Roboter auch simulieren können, weil es nicht immer leicht ist, viele Roboter fahren zu lassen. Dieser Roboterschwarm, den ihr hier seht, da gibt es einen Führer vorn und die anderen fahren in Form eines Zuges nach. Die Abstände werden richtig eingehalten, das Fahrverhalten der Roboter wird richtig simuliert und grafisch gibt es auch alles Mögliche zu tun. Bitte 06 CCSWR PPT. Als nächstes erklären euch zwei Schüler von mir, die eine Diplomarbeit mit diesen sogenannten Schwarmrobotern gemacht haben. Die Aufgabenstellung ist, dass viele von diesen Robotern gemeinsam den Rasen mähen, ohne zusammenzustoßen. Damit wir wissen, wo die Roboter sind, haben wir eine Kamera montiert, die das Ganze von oben beobachtet. Rechts in dem Bild seht ihr, wie der Computer diese Roboter sieht. Und das Programm, das da geschrieben wird, sorgt eben dafür, dass die Roboter einerseits den Rasen gleichmäßig mähen und andererseits nicht zusammenstellen. CCSWR-Kaya.mp4, siebtes Video bitte. Und wir haben uns für Software Development entschieden, weil wir uns gerne in unserer Freizeit mit Programmieren beschäftigen. Und für unsere Diplomarbeit haben wir diese Camera Controlled Swarm Robots entwickelt oder halt weitergearbeitet. Dieses Projekt gibt es jetzt schon seit 8 Jahren und wird von jeder Diplomgruppe immer weiter verbessert und daran immer weiter gearbeitet. Über die Jahre wurden viele Funktionen hinzugefügt. Eine davon wäre für die Kamera, die Bertel zu sehen und dann anzusteuern über WLAN oder Bluetooth. Wir arbeiten heuer an dem Verbessern der Roboter durch eine Regelungstechnik. Damit können wir dann perfekt geradeaus fahren, schöne Kurven fahren, exakte Distanzen fahren. Und mit diesen Funktionen bauen wir dann ein Rasenmäherprogramm, mit dem die Roboter ausweichen müssen, während sie den Rasen mähen. Die Camera Controlled Swarm Robots sind eine Plattform für Schwarmroboter-Experimente. Zum Beispiel das kooperative Rasenmäherprogramm von vorher. Folie, bitte.
Mein Name ist Franz Bürstl. Ich darf Sie zu meiner Präsentation des Hochstammzweiges Biomedizintechnik begrüßen. Nächste Folie. Biomedizintechnik ruht auf vier Säulen. Die erste Säule ist Physiologie des menschlichen Körpers. Dort lernen wir über den Herz-Kreislauf, über das Herz-Kreislauf-System, Nervenleitung, Auge und Ohr und die Funktion der inneren Organe. Die zweite Gruppe ist medizinische Elektronik. Dort lernen wir, wie ein EKG-Verstärker aufgebaut ist, wo die Probleme liegen. Wir messen hier nur ungefähr 1 Millivolt. Im Vergleich zu den Einstreuungen ist das sehr gering und die Problematik, die damit einhergeht. Dann Lungenfunktionsmessung oder Spirometrie. Dann die nächsten Kapitel, die blau unterlegt sind. Das ist kein Fehler von mir. Das sind praktisch die Kapitel, die später dann von einer Schülerin erklärt werden. Oximeter, Reizstromgerät. Die nächste Gruppe ist bildgebende Diagnoseverfahren, Röntgengerät, das ist das älteste, gibt es schon seit 1895. Dann die Ultraschalldiagnose, das Ultraschallgerät ist von mir ein Lieblingsgerät, da von der Physik sehr viele Kategorien verwendet werden. Einerseits ist es die Optik, dann ist es die Akustik, dann sind praktisch die Audio-Grundlagen und so weiter, beziehungsweise man muss auch die Physiologie kennen, damit man weiß, was man am Bildschirm sieht. Was noch interessant ist, ist die Computertomographie. Hier werden die stärksten Magnetfelder verwendet, die man heutzutage erreichen kann. Das heißt, das ist 100.000 Mal größer wie das Erdmagnetfeld. Dann als nächste Gruppe sind die Schutzmaßnahmen der Medizintechnik. Ist genauso wichtig, um die Ärzte und die Patienten vor einem Stromschlag bzw. vor den Röntgen, Alpha- und Beta-Strahlen zu schützen. Nächste Folie bitte. Das heißt, es werden in unserem Zweig wird ein Teil im Medizintechniklabor dann vertieft, beziehungsweise im Werkstättenunterricht gibt es auch noch einen Spezialunterricht, beziehungsweise auf die diversen Lehrausgängen lernen wir verschiedene Dinge kennen, wie zum Beispiel, werden wir noch sehen, und zwar einen LINAC, das heißt ein Linearbeschleuniger. Nächste Folie bitte. Diese Folie zeigt eine Präsentation am Tag der offenen Tür. Das ist ein Ultraschallgerät, mit dem man 3D-Aufnahmen machen kann. Links unten sieht man den Embryo in 3D. Es ist nicht nur ein 3D, sondern man kann sogar das in 4D machen, das heißt einen Film. Darüber sieht man ein Gefäß im Querschnitt und das Unterlegen der Farbe zeigt die Geschwindigkeit des Blutes. Nächste Folie. Das war von einem Lehrausgang in LKH, im Strahlentherapiezentrum. Dort haben wir uns einen Linearbeschleuniger angeschaut. Dr. Winkler hat uns diesen gezeigt, beziehungsweise ja die Hintergründe dieses Verfahrens, den man in der Krebstherapie verwendet. Nächste Folie bitte. Was noch vielleicht interessant ist für Sie, das sind die Diplomarbeiten. Eine Diplomarbeit nannte sich E-Claw, das heißt elektronische Klaue. Das war ein Roboterarm, der über Muskelpotenziale gesteuert wird. Das nächste Projekt war ein Perimeter. Da wird das Gesichtsfeld ausgemessen. Das kann passieren, dass durch eine Netzhautschädigung ein Teil des Gesichtsfeldes ausfällt und damit kann man das diagnostizieren. Eine interessante Diplomarbeit war auch die Messung der Nervenleitgeschwindigkeit. Bei bestimmten Krankheiten, zum Beispiel MS, ist es so, dass sich die Hülle der Nerven auflöst und die Geschwindigkeit sich verlangsamt. Das nächste war MIM, Medical Impedance Measurement. Und zwar war das ein Gerät, wo man einen Strom durch den Körper schickt und dann praktisch aus dem Widerstand kann man dann schließen, wie hoch der Wasseranteil ist, der Muskelanteil und der Fettanteil. Die letzten zwei Diplomarbeiten sind aktuelle Diplomarbeiten. Das eine ist EKG-Vektorscan, das ist ein 2D-EKG. Mit diesem Gerät ist es möglich, den umlaufenden Herzvektor am PC zu betrachten. Kann man zum Beispiel sehen, ob es ein Steiltyp ist, das Herz, oder ob es eher flach liegt und bestimmte Anomalien. Last but not least ist die Diplomarbeit MELT. Diese Diplomarbeit handelt
bei dieser Diplomarbeit wird ein Computerspiel mit Muskelpotenzialen gesteuert. Sinn dieser Diplomarbeit ist es, dass man die Physiotherapie attraktiver und lustiger gestaltet. Wie das Ganze funktioniert, wird Ihnen jetzt die Diplomantin Katja Nunner und Manuel Böheim erklären. Stand Biomedizin. Wir lernen nicht nur, wie medizinische Geräte funktionieren, sondern auch, wie man mit ihnen umgeht. Zurzeit sieht man am Ultraschallgerät eine Halsschlagader. Es ist genau an der Zweigung der Halsschlagader, das ist der Sinus caroticus. Das Flimmern, das blau-gelbe Flimmern, zeigt, wie schnell sich das Blut in der Halsschlagader bewegt. Das nennt sich der Farbdoppler-Effekt. Das hier ist ein Pulsoximeter, das an einem Laptop angeschlossen ist. Hier sieht man meine Sauerstoffsättigung und hier meinen Puls. Die Sauerstoffsättigung wird so gemessen, indem man zwei LEDs hat. Eine wird mehr vom blauen Blut und die andere mehr vom roten Blut abgeblockt. Dies wird dann durch lichtabhängige Transistoren erkannt und ausgewertet. Ein ehemaliger Schüler unserer Abteilung ist zurzeit bei der Firma MedL tätig. Er hat uns von der Firma MedL drei Anschauungsmodelle zur Verfügung gestellt. Das erste ist ein Cochlea-Implantat. Dieses wird in die Gehörschnecke eingeführt und mit 12 Elektroden werden verschiedene Frequenzbereiche stimuliert. Das zweite Implantat wird direkt am Schädelknochen befestigt und durch Vibrationen werden die Schwingungen über die Knochenleitung übertragen. Und das dritte Implantat wird am Steigbügel befestigt und bringt diesen in Bewegung. Hier zu sehen ist ein Reizstromtherapiegerät. Damit kann man Muskeln und Nerven anregen. Es wird dafür verwendet, um Muskeln zu trainieren, die Durchblutung zu fördern, weil sich das Gewebe erwärmt. Und man kann die Aufnahme von Medikamenten, wie zum Beispiel Schmerzsalben, fördern. Das nennt sich dann Iontophorese. Hier zu sehen ist die Anwendung des Reizstromtherapiegerätes. Zuerst entsteht ein Vakuum, damit sich die Saugnäpfe festsaugen. Dann wird der Strom hochgedreht. Der Strom ist jetzt auf 17 mA eingestellt und wie man sieht, bewegt sich die Hand von ganz alleine. Wir sind in der Abteilung Elektronik und technische Informatik. Genauer gesagt, Grüß Gott. Mein Name ist Kurt Illmeier und Entschuldigung. Und ich unterrichte im Hochstammmodell den Gegenstand Hardware-Software-Co-Design. Um was geht es hier? Also im Prinzip ist das einmal die Hardware, mit der wir entsprechend arbeiten werden. Und das Herz dieser Hardware ist eben dieser Baustein. Jetzt ist ein Begriff wie Mikroprozessor, das kennt man eigentlich jeder, der irgendwie ein Notebook hat oder ein Handy, arbeitet mit dem. Das ist sozusagen die Schaltzentrale von der Hardware. Die Schaltzentrale, mit der wir uns hier beschäftigen, ist ein sogenannter programmierbarer Logikbaustein oder FPGA. Mit was wird der beschrieben? Also die Sprache ist VHDL, es ist eine Hardware-Beschreibungssprache. Das heißt, hier wird jeder Logikgatter, jeder Speicher, der sozusagen hier in diesem Baustein drinnen ist, textuell beschrieben. Also der Code ist sehr ähnlich wie eine Programmiersprache, aber er hat eine ganz andere Regeln. Das heißt, wir bauen auch im Prinzip einmal sehr viele Grundschaltungen und aber im Rahmen vom Hochstammlabor zum Beispiel ab dem Sommersemester gibt es größere Projekte, wie zum Beispiel ein EKG-Simulator, das heißt, jeder Schüler kann sein eigenes EKG mitnehmen und das Ganze dann sozusagen händisch digitalisieren, eingeben und die Werte davon oder die Kurvenform wird dann entsprechend hier gespeichert. An das VGA-Interface wird direkt ein VGA-Monitor angeschlossen und somit kann sozusagen jeder einmal seinen eigenen Herzschlag sehen. Das ist ein Hardware-Zusatzboard, das habe ich mit meinem Kollegen Professor Wolf entwickelt und in dem Fall hat es also entsprechende Zusatzkomponenten, wie zum Beispiel einen DA-Konverter. Das heißt, man kann dieses EKG-Signal auch wirklich hören. Es hat noch andere Zubehörteile, wie zum Beispiel ein MIDI-Interface. Nachdem ich also selbst Toningenieur bin und Musik mein Hobby ist, entwickle ich auch selbst entsprechende musikelektronische Bauteile. Ein Teil vom Hochstammlabor ist auch eine Exkursion.
die ich also an die Chipfabrik AMS in Unterbremsstetten mache jedes Jahr. Nachdem ich dort selbst gearbeitet habe, also habe ich natürlich einen entsprechenden Einblick, was da angeboten wird. Im Prinzip schaut man sich einmal ein Layouter-Büro an, das heißt ein Büro, wo eben das physikalische Layout entsprechend zustande kommt. Weiters auch einen Teil in einem Labor. Da gibt es auch sehr interessante Messgeräte, wie zum Beispiel ein FIP, also einen fokussierten Ionenstrahl, mit dem man auf Chip-Ebene Leitungen trennen oder verbinden kann. Und genauso ein Messgerät, das also einzelne Photonen nachweisen kann. Das heißt, wenn ich irgendwo auf einem Chip entsprechende heiße Flächen habe, kann ich dort entsprechend aufgrund von diesem Messgerät eruieren, wo sozusagen irgendeine Leitung defekt ist oder wo vielleicht ein Kurzschluss ist und deswegen eine entsprechende Erwärmung am Chip auftritt. Die Besichtigung ist aber genauso auch ein Teil sozusagen in die Chipfabrik selbst. Man kann also von außen hineinschauen. Und Steiermark und Kärnten sind eigentlich das Kompetenzzentrum für Halbleiterfertigung. Es gibt also sowohl in Villach eine Chipfabrik von Infineon, als auch, wie gesagt, in Unterbremsstetten. Und in dem Bereich, also Hardware, Software, Co-Design, im Digitaldesign, gibt es also genug Möglichkeiten, sozusagen in Zukunft auch entsprechende Dinge zu entwickeln. Im Rahmen von diesem Hochstammmodell oder von jedem Hochstammmodell muss man eine Diplomarbeit machen. Und wie ich schon gesagt habe, also baue ich auch entsprechende Synthesizer und ein Teil dieser Synthesizer gibt es auch bei mir schon als Diplomarbeiten, haben schon einige Schüler entsprechend entwickelt. Gibt aber auch, es war auch einmal eine Entwicklung von einem AES-Verschlüsselungssystem, wo eben Audiosignale, Sprachsignale verschlüsselt und wieder entschlüsselt wurden. Oder auch eine sehr interessante Arbeit war eine DNA-Kodierung. Der Molekularbiologe und Informatiker George Church hat also einen Algorithmus entwickelt, der heißt Bits to DNA. Und aufgrund dieses Algorithmus kann man also beliebige digitale Textinformationen in DNA-Form kodieren. Das heißt, es gibt eine Vorschrift, wonach maximal 3 gleiche Aminosäuren, also Adenin, Cytosin, Thymin und Guanin, entsprechend kombiniert werden können. Und jede dieser Säuren darf maximal nur 3-mal vorkommen. Ich möchte Ihnen jetzt noch im Anschluss einen Film zeigen. Der erste Film ist sozusagen von einem Diplomanten von mir, der einen Logikanalysator entwickelt. Und der zweite Film ist eben von einem Schüler, der im Hochstammlabor einen elektronischen Würfel entwickelt. Bitte. Hallo, mein Name ist Balukovic Elder und ich besuche derzeit die 5. Klasse der Bulme, den Zweig Elektronik und Technische Informatik. Heute zeige ich euch meine Diplomarbeit, den Logic Analyzer. Der Logic Analyzer ist ein Messgerät, welches elektronische Signale grafisch über ein VGA-Bildschirm ausgeben kann. Und ich selber habe ein paar Designs entworfen und diese dann quasi über einen Bildschirm ganz normal ausgegeben. Und man kann bis zu 6 Signale gleichzeitig darstellen, man hat ganz normal Ein- und Ausgänge und das Ganze wird in der Hardware-Beschreibungssprache VDL geschrieben und auf einem FPGA-Board realisiert. Hallo, mein Name ist Buchleiter Lukas und ich besuche derzeit die 5. Klasse der HTL Bulme in Graz und ich zeige euch heute ein Projekt, welches wir voriges Jahr gemacht haben im Hochstammlabor von Hardware Software Co-Design. Und zwar, das ist ein Würfel, den kann man halt, das ist wie ein echter Würfel, nur der ist digital mit LEDs, wie man das sieht. Also ich kann dann den Knopf länger drücken, dann würfel jetzt zum Beispiel jetzt noch einmal ein 1. Dann, wenn ich einmal drücke, das ist halt ein Zufallsgenerator, wo ich halt verschiedene Werte würfeln kann. Es ist eigentlich wie ein echter Würfel, nur digitalisiert. Hallo, mein Name ist Balukovic Elder und ich besuche derzeit die 5. Klasse der Bulme, den Zweig Elektronik und Technische Informatik. Heute zeige ich euch meine Diplom. So, liebe Zuseher, auch die Netzwerktechnik wünscht Ihnen einen schönen guten Abend. Spätestens seit dem letzten Lockdown können Sie alle diese kleinen Kästen, die Sie da zu Hause benötigen, um ins Internet zu kommen, entweder schneller oder langsamer, das hängt von gewissen Faktoren ab, oder von so einem Multifunktionsrouter,
Entsprechend ist die Verkabelung, dass Sie da irgendwo ein Kupferkabel oder so hineinstecken müssen oder vielleicht schon ein Glasfaserkabel. Wesentlich bequemer natürlich geht es über WLAN und einen Access Point, sodass man da eigentlich keine Kabel im Großen und Ganzen benötigt. Mein Name ist Franz Bucher und ich bin nicht nur für den Hochstamm Netzwerktechnik verantwortlich, sondern leite auch gleichzeitig die Cisco Netzwerkakademie hier an der Bulme. Die Firma Cisco ist weltweit der führende Ausstatter für das Internet und für Datacenter-Bereiche. Wir haben vor über 20 Jahren eine Kooperation mit dieser Firma gemacht und können seither das CCNA-Programm unseren Schülern des Hochstamms Netzwerktechnik oder auch den anderen Schülern der Bulme über einen Freigegenstand anbieten. Die Firma NTS aus Krambach und die Fachhochschule Campus 02 sind ebenso seit über 20 Jahren nicht nur ein Vertragspartner, sondern ein Kooperationspartner und Sponsor in diesem Bereich. Lehrinhalt der Netzwerktechnik sind das, wie schon erwähnt, das Zusammenschließen. Also irgendwo muss man das Ganze auch anstecken. Und dann auch natürlich das Konfigurieren von diesen Geräten, sodass wir über das Internet eine gesicherte Ende-zu-Ende-Verbindung bekommen. Sicherheit spielt eine große Rolle. Einerseits im Bereich Firewall-Systeme entsprechende Regeln zu schaffen, sodass das eigene Netz entsprechend geschützt ist, aber auch eine gesicherte Datenübertragung im Sinne eines kryptografischen Algorithmus zum Verschlüsseln der Daten. Wesentlich ist dabei auch das Entwickeln von kritischem Denken bei unseren Schülern, zum Beispiel siehe Edward Snowden, also wenn man da den Mund zu weit aufmacht, kann es schnell gefährlich werden, aber auch die Fähigkeit, Probleme im Team zu lösen und beim Troubleshooting nicht zu sehr in Stress zu geraten. Also der den Stress macht, bin meistens ich, und dass das Team nicht gleich auseinanderbricht, das müssen sie irgendwie schaffen. Es geht also um spielerisches Ausprobieren und spielerisches Lernen, um so das eigene Potenzial zu erkunden. Die Cisco Akademie bietet ein interaktives, motivierendes Online-Lernsystem und der Schüler bestimmt selbst eigentlich, wie schnell er jetzt da vorkommen will, welche Module er da vorzieht bzw. anschauen möchte. Das Benutzerinterface ist sehr freundlich und intuitiv gestaltet und mittlerweile auch für PC, Tablet und Smartphones geeignet. Somit haben wir eine Art des Lernens, wie man ihn als Flipped oder Inverted Classroom zum Teil bezeichnet. Das heißt, die Schüler lernen im Vorfeld die Lektionen, also zu Hause oder auf dem Weg zur Schule, beziehungsweise sie kriegen auch Zeit am Beginn einer Lehreinheit, bevor sie dann mit den praktischen Übungen da fortfahren. Sie sehen, die einzelnen Abbildungen sind auch gut beschrieben da in diesem Curriculum und es gibt immer wieder Aktivitäten für die Motivation am Ende Modulquizzes zum Überprüfen des eigenen Wissens und dann auch noch die entsprechenden Übungen für den Packet Tracer. Der Packet Tracer ist ein Simulationstool. Dankeschön. Mit dem man die Abläufe in diesem Netz ziemlich genau simulieren kann. Und auch bei diesen Übungen wird am Ende gleich ein Feedback gegeben, ob alles richtig und korrekt konfiguriert wurde. So setzen die Schüler entsprechend kleinere Netze zuerst auf und wenn notwendig ist, geben sie noch ein weiteres Modul, zum Beispiel hier in diesen Router da hinein, dann simulieren sie dieses Netz und können so die Kontrollinformationen in den Headern gleich anschauen und sehen das Ergebnis zum Beispiel so in einem integrierten Browser.
Die Schüler motivieren sich also selbst, helfen sich gegenseitig und trauen sich dann auch zu, größere Firmennetze, so wie Sie hier eine sehen, zu simulieren. Und zum Beispiel, Sie werden im Video später dann auch noch sehen, dass eine Diplomarbeit, ein Banknetz mit der Firma NTS zum Beispiel gebaut wurde. Durch die vielen praktischen Anwendungen werden die Schüler so sehr gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Im Simulator gibt es auch eine physikalische Ebene für die Planung einer strukturierten Verkabelung und die Organisation der Geräte in 19 Zoll Schränken, wie wir gleich im Video die reale Welt unseres Netzwerklabors jetzt sehen werden. Hier sehen wir nun den 19-Zoll-Schrank im Netzwerklabor, wo nun die realen Geräte zusammengesteckt werden. Wie schon erwähnt, werden durchaus größere Netze nun konstruiert bzw. auf der Tafel entwickelt, die dann schließlich in den Packetracer eingegeben werden. Diese Topologien können dann überprüft werden und wenn Fehler auftreten, zum Beispiel wie hier, gleich korrigiert und die Header-Informationen in diesen einzelnen Paketen dann wieder überprüft werden. Wenn dann schließlich die Simulation passt, werden die Konfigurationen in die realen Geräte kopiert und wiederum getestet, zum Beispiel hier mit dem Wireshark-Netzwerkanalyse-Tool. Hier handelt es sich um eine Diplomarbeit mit der Firma NTS, das ein gesichertes Bankennetz darstellt. Außerdem stellt die Firma NTS schon die neuen Geräte, wie hier die Router, Switches mit Power over Ethernet, die für die Cisco WLAN Access Point benötigt werden, zur Verfügung. Diese Geräte kommen dann in das neue Netzwerktechniklabor, wie Sie hier sehen können, ein wesentlich größeres Labor mit zwei Schränken, wo die Batch-Bundles strukturiert verkabelt sind und wesentlich mehr Platz für die realen Konfigurationen zur Verfügung steht. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank an meine Kollegen für die Präsentation der fünf Hochstammmodelle. Und meine Damen und Herren, wenn Sie genau zugehört haben, dann glaube ich, verstehen Sie mich, wie ich damals vor vielen Jahren gesagt habe, nein, ich möchte als Abteilungsvorstand diese Abteilung als Hochstammmodell führen. Denn erst wenn die Schüler 3 Jahre oder die Schülerinnen 3 Jahre einmal bei uns waren, dann können Sie diese 3 oder diese 5 Fachgebiete viel besser einschätzen und sich dann entscheiden. Ein paar Dinge möchte ich noch ansprechen, die so im Chat gekommen sind und so weiter. Diplomarbeit ist öfter gefallen. Jeder Schüler bei uns ist verpflichtet, zum Abschluss eine Diplomarbeit zu machen. Die Diplomarbeit wird meistens in einer Gruppe gemacht mit 2 Personen oder 3 Personen. Selten sind es 4 oder nur einer. Wir versuchen auch Diplomarbeiten immer wieder in Kooperation mit Firmen zu machen. Das funktioniert teilweise sehr gut, teilweise nicht ganz so gut, aber es ist doch immer wieder ein ganz großer Teil, der mit Firmen gemacht wird. Und bei dieser Diplomarbeit ist einfach Projektentwicklung und diese gesamte Thematik bis zur Endpräsentation eigentlich alles zu erstellen, die Hardware, die Software und so weiter, auch Protokolle zu führen. Die Schüler und Schülerinnen müssen sich einmal entscheiden, wie sie die Arbeit aufteilen. Die Diplomarbeit wird großteils in der Freizeit gemacht. Und wie man gehört hat, jedes Hochstammmodell hat also sehr, sehr schöne Diplomarbeiten vorgestellt. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt unserer Ausbildung. Dann eine Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, es ist eine Ferialpraxis zu machen, und zwar im Ausmaß von 2x4 Wochen. Einmal 4 Wochen einfach irgendwo im Arbeitsprozess integriert werden, ist das Ziel. Diesen ersten 4 Wochen. Die zweiten 4 Wochen, die sollten irgendwie facheinschlägig sein.
Und das ist halt im Rahmen dieser fünfjährigen Ausbildung einfach zu absolvieren. Die Schülerinnen und Schüler suchen sich selbst die Firmen heraus. Das wird auch im Unterricht teilweise geübt, wie man das Richtige findet, auch wie man ein Bewerbungsschreiben generiert. Das geschieht unter Anleitung, aber im Endeffekt müssen sie sich selbst bewerben. Das ist auch als Übung gedacht. Wir haben eine ganze Reihe von sehr, sehr schön ausgestatteten Labors, die wir natürlich an einem Tag der offenen Tür gerne immer wieder präsentieren. Diesmal ist es ein bisschen schwieriger, aber wir haben ein neues Labor bekommen, ein EMV-Labor, also elektromagnetische Verträglichkeit. Und dazu gibt es ein kleines Video, wo die Katharina zwei kleine Projekte vorstellt. Ich darf bitten um das Video Nummer 2. Das hier ist unser schulinternes Projekt, die Bertel. Die werden von den Schülern selbst entwickelt. Die Aufgabe von diesen kleinen Robotern ist, dass sie den ganzen Rasen hier mähen müssen. Dafür haben die Schüler eine Software in C-Sharp gesehen, wie man auch hier sehen kann. Und zwar berechnet sie, wie die Roboter fahren müssen, dass sie eben nicht ineinander reinfahren. Hier sieht man die Roboter jetzt in Aktion und man sieht auch, dass jeder Roboter so zwei kleine Lämpchen hat. Und zwar hängt hier oben eine Kamera, die das Ganze aufnimmt. Und hier auf dem Monitor kann man dann live sehen, wie sich die Roboter bewegen. Also das hier ist unsere Schatzkammer, und zwar das EMV-Labor. Würde ich sagen, gehen wir mal rein. Hier kann man dann jetzt das ganze Setup sehen. EMV steht für elektromagnetische Verträglichkeit, und genau die kann man in so einem Labor messen. Bevor man nämlich irgendein Produkt auf den Markt bringt, ist es ziemlich wichtig zu sehen, wie viel elektromagnetische Störstrahlung es aussendet und wie viel Störstrahlung es auch verträgt oder wie es sich unter Störstrahlung verhält. Das hier ist unser schulinternes Projekt, die Bertel. Die werden von den Schülern selbst entwickelt. Ja, so viel zu unserem neuen EMV-Labor. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir bei einer weiteren Präsentation, sobald es die Covid-Situation es zulässt, das sicher präsentieren werden können. Dann ein Punkt, der mir nur wichtig ist, was erwarten wir als Abteilung für Elektronik und technische Informatik uns von den Schülerinnen und Schülern, die sich da bewerben? Notenschnitt 1,0 hört man immer. Das erwarten wir uns eigentlich nicht. Wir erwarten uns einfach ein Interesse an Technik, eine Liebe an Technik. Das wollen wir haben. Die Noten sind nicht so wichtig. Sie müssen positiv sein, natürlich. Und sie müssen auch so gut sein, dass sie in einer Reihung natürlich auch einen Platz bei uns finden. Aber wir erwarten uns keine super Schüler oder sonstige Einsteins. Wir wollen ganz normale Schüler haben, die aber eine Liebe zur Technik haben, die auch das machen wollen, die sich für Hardware interessieren, die sich für Software interessieren und generell für Technik interessieren. Das ist uns wichtig. Und eigentlich die meisten, die es wirklich wollen, die schaffen das auch. Es ist nicht so, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, die irgendwie auf der Strecke liegen bleiben, das aber eigentlich machen wollen. Das haben wir eigentlich nicht, sondern das wäre eigentlich jetzt die Erwartungshaltung von unserer Seite. Ja, wie können Sie sich anmelden? Ganz einfach, Sie gehen auf die Homepage www.bulme.at, gehen dort auf Anmeldung, dort finden Sie alles. Dort finden Sie die Anmeldeformulare, was müssen Sie alles mitbringen. Und was heuer wichtig ist, man hat 2 Wochen Zeit. Die ersten 2 Wochen des Sommersemesters sind die Anmeldephase. Und heuer müssen wir Termine vergeben wegen der Covid-Situation. Das heißt, Sie müssen sich zuerst auf der Homepage quasi anmelden für das Anmelden.
Das heißt, Sie brauchen einfach einen Termin, damit Sie auch hier alleine kommen können und in Ruhe die Anmeldung durchführen können. Ja, ich bedanke mich noch einmal bei den Kolleginnen und Kollegen und für die Präsentationen. Ich darf mich auch bei den Schülerinnen und Schülern bedanken, die hier in den Videos in den letzten Wochen trotz Corona uns zur Seite gestanden sind und auch geholfen haben, damit wir diese Videos drehen können. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend wünschen. Mein Name ist Josef Humer, Abteilungsvorstand von Elektronik und Technische Informatik.